Kinder, liebe Fußballfreunde und moin moin, liebe Sportsfreunde. Herzlich willkommen zu unserem Fördertraining live hier auf unserem YouTube-Kanal. Ja, leider sind wir wieder mal gezwungen, diesen Weg zu gehen. Leider dürfen wir den schönsten Sport der Welt erstmal auf leider ungewisse Zeit, muss man auch ehrlich sagen, nicht ausüben. Und deswegen haben wir uns wieder mal gedacht, aus Erfahrung klug nehmen wir unsere Ideen aus dem Frühjahr auf und werden das Ganze zu euch nach Hause transportieren auf diesem Wege. Ihr könnt dieses Fördertraining, das wir jetzt gleich gemeinsam machen werden, zu Hause bei euch irgendwo im Zimmer machen. Auch natürlich im Garten ist es erlaubt. Ihr braucht dazu nicht viel. Eine Kugel ist klar. Wir nutzen hier Hütchen. Wer keine Hütchen zu Hause hat, sucht sich halt dafür einen adäquaten Ersatz. Bücher, Socken, die gute alte Klopapierrolle, alles ist möglich, selbstverständlich. Ihr braucht jetzt für das heutige Fördertraining kein Tor zur Verfügung, irgendwo eine Wand, wo ihr dagegen spielen könnt oder eine umgelegte Bierbank im Garten oder ihr habt auch einen Papa und die Mama dabei, die euch den Ball vielleicht auch wieder zurückspielen. Da fällt euch dann auch bestimmt irgendwas ein. Meine Wenigkeit, bin der Michi, ich leite ein bisschen das Fördertraining, der Marc unterstützt mich dabei, wir teilen uns das ein bisschen auf. Denn für uns alten Herren wird das Ganze sonst einfach zu anstrengend. Natürlich für euch sollte das nicht sein. Wir machen ein technisches Fördertraining zum Aufwärmen. Wir packen da ein bisschen Athletik schon mit rein. Wir machen dann eine koordinative Übung als zweites mit technischen Elementen. Der Schwerpunkt liegt aber klar auf der Koordination. Und werden zum Abschluss noch ein bisschen mal so das Tempo steigern über eine koordinative Übung, damit wir so ein bisschen, ich sag mal so ganz salopp, die Pumpe nach oben bringen und so ein bisschen die Belastung eines Spiels vielleicht ja, annähernd, aber wirklich nur ganz grob annähernd kopieren können. Okay, wir fangen an. Wir haben hier zwei Hütchen aufgebaut, legen uns die Kugel hin und fangen an mit einer Standtrick-Kombination. Das wird sein Ziehen zurück, Ziehen Fußwechsel. Das machen wir zweimal. Da oben machen wir dann eine Sohlenwende, spielen den Ball dann gegen diese Wand. Der zurückprallende Ball, den bremsen wir, dann nach schräg oben weg, machen nochmal eine Sohlenwende und spielen dann den Ball ein zweites Mal an die Wand und kommen dann quasi zurück mit sogenannten Handwalks. Da machen wir zwei Stück, das zeige ich dann euch gleich. Also mit Ziehen zurück fangen wir an, mit Ziehen Fußwechsel geht es raus, das machen wir ein zweites Mal, hopp, und gerne auch nochmal ein drittes Mal, hopp. Dann schieben wir den Ball hier nach oben einfach ganz locker an. Machen jetzt hier mit dem rechten Fuß eine Sohlenwende, spielen den Ball gegen die Wand, den zurückbrennen Ball nehmen wir hier nach oben an, machen die zweite Sohlenwende, spielen den Ball wieder gegen die Wand, stoppen hier die Kugel und stellen uns dann nach vorne an, gehen nach vorne, schieben die Füße hin, das sind sogenannte Handwalks, machen noch einen zweiten, hopp, 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 gehen nach oben, nehmen uns die Kugel und legen wieder von vorne los. Das machen wir jetzt mal. Der Marc ist dran und übernimmt. Wir wechseln uns hier einfach ab. Hallo erstmal. Also ziehen zurück. Als erster Standtrick. Ziehen zurück. Dann ziehen Fußwechsel raus, nach vorne legen. Zweites Mal. Hopp, hopp. Gerne auch noch ein drittes Mal. Muss aber nicht sein. Wir schieben dann nach oben an. Aber wunderbar. Dann machen wir eine Sohlenwende rechter Fuß. Spielen wir mit dem linken Fuß gegen die Wand. Ein bisschen stärker machen. Ne? So, dann nach oben hier zu mir quasi annehmen. Mit linke Sohlenwende danach und mit rechts zurückspielen. Und dann die Wand anhalten. Reicht schon. Und diese zwei Handwalks dran packen. Der Marc macht das schön mit geschlossenen Beinen. Dann nach vorne schieben. Das muss man aber nicht machen, wer da Schwierigkeiten hat. Einfach einen zweiten ransetzen gleich. Mensch, Marc, bist du beweglich? Wahnsinn. Faszinierend. Wer hätte das gedacht? Sehr gut. So, ich bin wieder dran. Kurze Erklärung zu den Handwalks. Wer da Schwierigkeiten hat, der Marc, die so schön mit geschlossenen Beinen hinten gemacht hat und jetzt wieder vorne gegangen ist, wer das partout nicht schafft, weil er hinten so verkürzt ist, als kleine Hilfestellung, geht ein bisschen in die Grätsche und dann tut es sich leichter und hebelt so ein bisschen seine Schwäche da hinten aus. Das war das zweite Mal, das Ganze machen wir insgesamt fünfmal. Hopp, 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 noch ein drittes Mal, hopp, hopp, Schiebekontakt,
Sohlenwände schieben, bremsen, Sohlenwände dabei anhalten und einmal nach vorne nachschieben, zweimal nach vorne nachschieben. Vierter Durchgang. Lasst euch Zeit dazwischen drin, in aller Ruhe sich die Kugeln wieder hinlegen, durchschnaufen zwischendurch. Einmal, zweimal in den Spielen, dann einspringen, lenken, Sohlenwände 2, halten den Ball und die zwei Hände los. Sehr gut. Jetzt habe ich nicht mitgezählt. War das der vierte, Marc? Das war der vierte. Vierte, dann meine fünfte. Also ziehen zurück. So, wer will, wer sich fit danach fühlt, kann jetzt, wenn er Lust hat, hier den Liegestütz mit einbauen. Muss er aber nicht. Schiebt wieder nach vorne mit den Füßen und wiederholt es. Liegestütz mit einbauen und schiebt nach. Kommt mal ins Schnaufen. 5 Wiederholungen von der ersten Variante sind damit erledigt. Kurz durchschnaufen. Dann geht es zur zweiten Variante. Ich habe hier einen kleinen Zettel, den muss ich kurz nachschauen. Genau, wir machen jetzt ziehen, Fußwechsel. Ziehen vorlegen und ziehen Fußwechsel in Kombination. Das heißt, wir legen den Ball wieder hin. Wir machen das jetzt hier mit dem rechten Fuß, mit ziehen vorlegen nach oben. Dann der klassische einfache ziehen Fußwechsel zurück. Nochmal ziehen vorlegen, nochmal ziehen Fußwechsel zurück und ein letztes Mal ziehen vorlegen. Nach oben schieben. Jetzt machen wir oben eine Schussfinte und der Rest bleibt dann vom Ablauf her gleich. Der einzige Unterschied wird sein, dass wir keine Handwalks vorwärts machen, sondern dann rückseitige Handwalks machen. Also nach oben schieben, jetzt machen wir eine Schussfinte. Rechter Fuß, die Sprünge versuchen wir einzuspringen. Spielen mit dem linken Fuß den Ball. Wir bremsen den Ball wieder nach oben weg. Schräg nach hinten, springen mit dem linken Fuß ein. Rechts dagegen. Jetzt kommen die Handwalks rückwärts, das heißt, wir gehen in die rückseitige Stützposition. Jetzt schieben nicht die Füße zu den Händen, sondern genau umgekehrt die Hände zu den Füßen. Das Ganze, wenn möglich, zügig. Hopp, hopp, hopp. Dann gehe ich wieder in den Stütz rein. Und nochmal hopp, hopp, hopp. Gut. Marc, du bist dran. Auch hier machen wir wieder 5 Wiederholungen in Summe. Also ziehen vorlegen, ziehen Fußwechsel, ziehen vor, ziehen Fuß, ziehen vor. Dann eine entspannte Schussfinte, links einspielen, abbremst, konventional. Die linke Schussfinte brauchen wir jetzt noch. Wir machen immer beides, rechts, genau, und dann die Handbox rückwärts. Erst runtergehen und erst in den Stütz gehen, genau. Man kann natürlich auch, so wie du gerade vorher gehabt hast, vorgehabt hättest, gleich so runtergehen, aber runter. So anstrengend wollen wir immer. Ziehen wir nach hinten. Genau. Soll ich eine machen? Bitte? Soll ich eine Runde machen? Oder? Nee. Nein? Ich bin fit. Okay. Alte Herren sind trotzdem fit. Bei den Handwalks rückwärts wollte ich gerade sagen, achtet immer darauf, dass, wenn es möglich ist, die Beine möglichst gestreckt sind. Also auch wenn es hinten zieht, und das wird es, dass man versucht, dass das trotzdem gestreckt bleibt und dass man nicht ausweicht, indem ich in die Kniebeuge gehe. Also zum Vorlegen. Fußwechsel, hopp, 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 schiebe Kontakt nach oben, einspringen, links den Ball spielen, hopp, abbremsen, hopp, und rechts den Ball spielen und die zwei Stück. Einmal, hopp, zweimal, ich übergebe den Ball. Gegner fährt der Fuß mit, selber. Okay. Und ziehen vor, ziehen Fuß, ziehen vor, ziehen Fuß, ziehen vor. Ah, ah, unsauber. Ich merke. Ah, rausgekommen.
Naja, wenn er so kommt, dann kann man natürlich auch mal mit rechts mitnehmen und wiederholt es dann da oben. Macht aber nichts. Also, mach ich es nochmal mit. Das mach ich so. Nochmal rechts. Mit links spielen. Links spielen. Wieder er kommt. Ja, schlecht. Fester. Fester. Hab Angst, mach die Wand kaputt. Zack. So. Selben Schuss, könnte links. Genau, rechts. Spielen. Und zwei. End of circuit. Wunderbar. Das Beste kommt wie immer zum Schluss, Lars. Ich mache die letzte Wiederholung. Ziehen, vorlegen, ziehen, Fußwechsel. Wer möchte, kann natürlich jetzt schon versuchen, je nachdem, wie gut ihr da drin seid. Wer sich noch nicht so gut fühlt, der macht das schön langsam. Die Sauberkeit ist immer wichtiger als die Geschwindigkeit. Wer aber schon natürlich ein bisschen weiter ist, diese Standtricks quasi aus dem FF beherrscht, der kann versuchen, hier natürlich dann auch Gas zu geben und eine hohe Geschwindigkeit leisten. Hopp, 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 hopp. So, hier der Schiebekontakt, das Einspringen, wird aber nicht so gut. Hopp, der Gegen spielen, nach oben, und ich mag es mal. Schuss, zwei, anhalten. Und ich sag's euch ganz ehrlich, die zwei Handbox rückwärts, die denken wir uns jetzt einfach. Wir haben dann eine dritte Variante, vier wird es insgesamt geben. Ich spicke kurz wieder. Ah ja. Wir fangen an mit 7 Fußwechsel, das heißt, wir legen uns den Ball jetzt quasi hinter das Südchen von mir aus gesehen links, machen 7 Fußwechsel. Nach dem 7 Fußwechsel spielen wir uns den Ball ein bisschen fester nach oben, machen einen Schussfinte rechts, machen hier wieder 7 Fußwechsel in diese Lücke rein und holen uns den Ball mit 7 Vorlegen raus. Wir machen dann eine Sedanwende da oben, rechts, links, spielen den Ball mit links und bremsen den Ball nach oben und mit Sohlenwende reinziehen. Hast du dir gemerkt, Marc? Nicht wirklich, nicht aber wirklich. Zeigst du es mir bestimmt nochmal. Absolut. Also ziehen, Fußwechsel, links, rechts, beginnt. Jetzt spielen wir den Ball ein bisschen weiter nach vorne, springen mit der Schussfinte ein, schieben nach unten. Dann machen wir jetzt hier links, rechts in die Lücke, ziehen, vorlegen, raus. Schiebekontakt, jetzt hier Sidanwende rechts, links, anhalten den Ball, links dagegen spielen, abbremsen, machen eine simple Sohlenwende und laufen den Ball so ein bisschen mit so einem Bogen nach der Sohlenwende und spielen ihn gegen die Wand. Dann nach vorne machen wir zwei, ich überlege, vielleicht kriegen wir auch mehr hin, machen wir vier, das kriegen wir hin, vier Telemark-Schritte vorwärts, wir nehmen dafür die Hände nach oben, wie wenn wir die Hände hochnehmen würden in einem schlechten Westernfilm. Wir gehen nach vorne, setzen mit der Ferse auf, tun, dass der Oberkörper mit der Skala mitten einmal nach unten. Lassen jetzt den linken Fuß oben, setzen nicht nach, sondern machen es ein bisschen anspruchsvoller. Nach vorne, hab Fuß oben lassen, hab nach vorne. Den vierten kriegen wir jetzt hier nicht mehr hin, aber schaut, dass er das zu Hause nachmacht. Und dann wird es weitergehen. So, Marc, schauen wir mal, ob du gut aufgepasst hast und wie das auswendig Lernvermögen ja funktioniert. Also, links, rechts, ziehen, Fußwechsel. Also, ziehen, Fußwechsel. Schussfinte rechts, kurz ein bisschen anschieben. Dann links, rechts, ziehen, Fußwechsel in die Lücke rein, ziehen, vorlegen, wunderbar. Dann hier oben, zieh dann Wende rechts, links. Ball mit dem linken Fuß schärfer dagegen spielen, das ist super. Abbremsen in meine Richtung, Sohlenwende, linker Fuß wieder, auf oben laufen, Spiele und die Telemark-Schritte. Und jetzt das rechte Fuß, wenn du es nach vorne ziehst, in der Luft lassen und gleich so ausholen, genau, anfersen, gut, Luft lassen, anfersen nach vorne, auch hier schenken wir dir den vierten. Hast du gut. Durch dieses Bein in der Luft lassen, haben wir halt noch so einen wirren Anspruch. Das ist ja klar, der Telemark ist ja heute kein Geheimnis mehr. Das heißt, wir trainieren hier die Oberschenkelmuskulatur, wir aktivieren sie ein bisschen, Gesäß ist mit dabei. Durch dieses stabile Stehen wird ein bisschen die Rumpfmuskulatur mit aktiviert. Und durch dieses Bein oben lassen, durch diesen Moment jetzt, haben wir auch noch hier so Beinachsenstabilität, Gleichgewicht sind mit dabei und packen halt noch viel, viel mehr rein, als wenn wir einfach nach vorne gehen würden und aufsetzen. Soll das so dynamisch sein? Gerade eben?
Wie dynamisch? Weil sehr mit sehr viel Explosion nach oben gegangen ist. Achso, ja, das kann man so machen, das muss aber nicht sein. Ich habe es jetzt quasi nur deswegen gemacht, um es schnellstmöglich vorzumachen. Aber das kann man auch so machen, dann ist man wieder mehr im Schnelligkeitsbereich drin. Kann man aber jetzt nach der, bei der dritten technischen Variante, wir sind ja schon ein bisschen aufgewärmt, auch durchaus machen. Dass der Marc quasi gemeint hat, ist praktisch diese Frau explosiv nach oben ziehen, dann habe ich so eine Kopie von so einem Sprintschritt sozusagen da drin. Ich denke aber, für die meisten ist es jetzt völlig ausreichend, wenn das praktisch auf Stabilisationstraining langsam nach vorne geht, damit hier so ein bisschen Gesamtkörperstabilität reinkommt. Okay. So, jetzt weiß ich es nicht mehr. Zieh Fußwechsel. Schuss hinter rechts. Schieben. Hopp, 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 hopp. Anschieben. Bremsen. Also Schnelligkeit ist nicht alles, merke ich auch. Oder habe ich schon gemerkt. Aber vieles! Ja. Vorne, eins, aufsetzen, nach vorne, zwei, aufsetzen, nach vorne, drei und vier. Marc, los hier. So, also. Zieh hier den Fußwechsel. Schwindeltakt. Fußwechsel nach innen. Ein bisschen enger wird es gemacht. Ab. Sonnenwende, Bogen, Spiel. Sehr gut. Und die Ganoven. Machen wir die Augen geradeaus, wenn die. Weil ich finde es ein bisschen schwieriger, weil dann wirklich dieser Fixpunkt am Boden fehlt und die Haltung in der oberen Nackenmuskulatur wird aber automatisch besser. Das ist nämlich immer das Problem bei solchen Dingen, dass viele schon super von der Kasse, die laufen dann also so durch die Gegend und dann sind sie wirklich hier in so einer Schildkrötenhaltung nach vorne und das ist schlecht für die Nackenmuskulatur. Wenn man das dauerhaft macht, dann steht man irgendwann so da. Und dann führt das zu Problemen. Deswegen sage ich schon immer, und das erhöht auch nur den Anspruch, weil natürlich jeder gerne auf den Boden guckt, um sich auf etwas zu konzentrieren. Das ist ja ein offenes Geheimnis, dass wenn ich mir einen Fixpunkt am Boden suche, das Gleichgewicht dadurch natürlich wesentlich leichter umzusetzen ist. Wenn ich aber diesen Fixpunkt mir nehme und gegen eine weiße Wand starre, dann fängt man sofort an, da viel mehr zu wackeln. So, dann ist der Anspruch ein bisschen höher. So, letzte Variante, letzte Durchlauf. Zack, zack, hopp, einspringen, schieben, Fußwechsel, hopp, 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 eins, zwei, drei, abbremsen, Sohlenwende, spielen, mal vorne, eins, und zwei, ui, wackler, drei und Nummer vier. Okay, ich muss kurz überlegen. Ja, passt. Wir haben noch eine Variante. Die schaut wie folgt aus. Da muss ich jetzt schon kurz spicken. Dreimal ziehen, Fußwechsel hier oben. Dann da oben Cristiano Ronaldo mit dem linken Fuß. Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel dagegen spielen. Abbremsen, nochmal eine Sohlenwende. Jetzt schauen wir mal gleich, ob uns das Hütchen da vorne nicht stört. Das gucke ich mir mal an. Ich glaube, ich versetze es jetzt ein bisschen. Damit ich ein bisschen Raum kriege für die ganze Geschichte. Also dieses obere Hütchen oder was auch ihr dann benutzt, ein bisschen im Vergleich zu dem nach oben versetzen. Dann hat man da oben mehr Raum. Aber nicht zum Hütchen laufen, das machen die Kinder ganz gerne, sondern jetzt einfach Kerzen gerade vom roten Hütchen aus nach oben laufen. Wir machen hier dreimal ziehen Fußwechsel oder muss ich nachdenken, einmal, zweimal, dreimal. Genau. Deswegen den Ball innen reinlegen. Wenn er mit hier beginnt, ist auch nicht so dramatisch. Dann müsst ihr viermal machen, damit ich am Ende wieder rauskomme. Ansonsten ziehen Fußwechsel einmal, ziehen Fußwechsel zweimal, ziehen Fußwechsel dreimal. Kurz nach oben, jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil normalerweise eigentlich ein Trick ist, den ich mit einem hohen Tempo durchführen muss. Dann macht aber nichts, dann macht er jetzt halt ein bisschen langsamer. Aber wir haben ihn auf jeden Fall mit dabei. Also anschieben, reinhacken, Sohlenwände rollen lassen, ziehen, Fußwechsel anhalten, legen. Wir bremsen den Ball nach oben schräg weg, hochziehen und der Sohlenwende raus und spielen ihn wieder
und machen jetzt die Telemark-Schritte noch rückwärts, 3 bis 4 Stück. Das heißt, hier gegen die Wand schauen, Fuß nach oben setzen, jetzt erst hier in diese Position gehen, jetzt den großen Schritt nach hinten gehen, austreten, nachhalten. So, wer jetzt hier Schwierigkeiten hat, den Fuß umzulassen, darf ihn jetzt bei der Geschichte gerne absetzen und dann sich neu auf die Bewegung konzentrieren. Ab runter, ab, nachschieben, runter. Machen wir nur 2 Stück davon. Gut, hier. Also bis zum Cristiano Ronaldo bin ich mitgekommen, danach... Wir machen das mal langsam. Also 3x ziehen, Fußwechsel. Links, rechts, rechts, links. Und gut, jetzt da oben der Ronaldo und den linken Fuß. Der sollte ein bisschen stärker sein, dass der Ball ins Rollen kommt. Jetzt mit der Sohlenwelle links rüberziehen. Und jetzt mit ziehen, Fußwechsel zurück. Rechts, links. Zack, zack. Dann gegen die Wand spielen. Solange ich vorne aus. Genau, zack, zack, links spielt den Ball. Jetzt wie vorher auch, Ball in meine Richtung bremsen. Und Sohlenwende links zieht wieder raus und rechts spielt gegen die Kugel. Gegen die Wand. Und diese 2 Telemark-Schritte rückwärts. So, rückwärts zurück. Schein, Fuß, hier beginnt es egal. Absetzen. Oh, wird schon wackeliger. Je größer der Schritt, desto schwieriger. Zurückschieben, Fuß, wenn es geht, so in die Luft. Sehr gut. Und jetzt kannst du richtig weitermachen, wenn es geht. Mach den Schritt gar nicht so groß. Ab und drück dich nach oben. Und passt wunderbar. Je größer der Schritt, desto schwieriger wird es, weil der Abdruck nach oben in die Ausgangsposition einfach kräftiger sein muss. Du musst ein schnell kräftiger sein. Einmal, zweimal, dreimal. Schieben, harter Kontakt. Was ein bisschen schwierig ist, Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel nach vorne, anspielen, abbremsen, Sohlenwende, Ball umlaufen, dagegen spielen und sagen wir hier, nach oben, ab, eins runter, aufrecht, ab, nachschieben, ab, zwei runter, ab, nachschieben, stehen bleiben, Nummer 4. So, schauen wir mal, ob ich es bemerken konnte. Also, hopp, 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 hopp. Hast, so ein Mensch, ey. Hopp, schnell mal, hopp, hopp, komm, 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 ah, schon wieder schnell raus. Ja, 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 der Gegner schon auf den Ball. Ah, falsche Seite. Nee, doch, mal richtig zu Seite. Nee, mal richtig. Das ist so ein Wende. Oh je. Zack, das war gar nichts. Nee. Da muss ich leider noch eine Strafrunde hinlegen. Ja, der Ersatzbaum droht vor allem. So. Und zwar lange. Das ging mir schon besser. Na dann. So, letzter. Dann sind wir quasi mit der ersten Übung durch. Hopp, hopp. Zweimal, hopp. Dreimal, hopp. Harter Kontakt. Also ein bisschen rollen. Sohlenwende, hopp. Sohlenwende, Fußwechsel, ziehen, Fußwechsel. Nach oben, hab. So, und die 2 schenke ich mir, damit meine alten Herrengelenke ein bisschen Pause bekommen. Die bekommt ihr jetzt auch. Wir sind rum, circa 20 Minuten haben wir dafür gebraucht. Das sollte also auch so bei euch ungefähr sein. Werdet nicht zu hektisch. Ihr neigt ja gerne dazu, das wissen wir ja aus Erfahrung. Übung machen, schnell wieder hin, Übung machen, schnell wieder hin. Das dürft ihr jetzt nicht vergessen, ihr seid alleine. Es sind keine anderen Kinder da, wo euch mal kurz für ein paar Sekunden wenigstens anstellen könnt. Das heißt, macht eure Übung, geht hin, legt den Ball hin, schnauft 3-4 Mal durch und dann geht ihr in die nächste Wiederholung rein. Wir machen auch eine kurze Trinkpause, bauen um und kommen dann zu Teil 2, dem Koordinationstraining mit technischen Elementen. Ja,
Okay, Teil 2. Wir machen eine Koordinationsübung. Das ist jetzt normalerweise mit einer Koordinationsleiter zu machen oder mit Stangen. Da ich davon ausgehe, dass die meisten beides nicht zu Hause haben, haben wir jetzt einfach Hütchen verwendet. Das eignet sich fast genauso gut dafür. Das heißt, 4 Klorollen in einer Reihe tun es auch. Wir nehmen dann den Ball in der Hand, wir machen Tellhopserläufe, um so ein bisschen einen koordinativen Anspruch zu haben, den der Hopserlauf ja sowieso per se mitbringt. Wir machen ihn dann geprellt, laufen ihn also nicht groß über die Ferse, das würde auch der Raum hier gar nicht hergeben, um so ein bisschen noch ein schnellkräftiges Element mit dabei zu haben. Machen danach eine technische Geschichte noch dazu mit 2 Pässen und haben insgesamt 3 Varianten. Jede Variante macht ihr dann zu Hause 8 Mal und nach jeder Wiederholung lasst ihr euch ruhig ein paar Sekunden Zeit, wie wir es gerade vorhin auch schon besprochen haben. Also wir klemmen den Ball hier ein, wir machen einen seitlichen Hopserlauf über diese Hütchenreihe hier hinweg. Wenn wir vorne angekommen sind, gehen wir zurück und machen das gleiche auf die andere Seite. Das heißt einmal Gesicht nach vorne, einmal Gesicht nach oben. Oben, wenn wir dann rauskommen, machen wir eine Dropkick-Annahme mit der Innenseite, linker Fuß in diese Richtung rein, wenden raus mit Ziehen, Fußwechsel, spielen den Ball gegen die Wand, kappen den zurückkommenden Ball ab zur Seite und spielen den Ball mit dem anderen Fuß zur Wand. Klingt viel, deswegen machen wir es vor. Also Ball hier irgendwo einklemmen, ob euch rechts oder links ist eigentlich relativ egal. Dann der freie Arm schwingt mit. Wir gehen dann mit 1 und 2, 1 und 2 geprellt auf den Zehenspitzen sein. Wir laufen kurz zurück. Ich schaue zur Wand. Hopp, 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 hopp. Dann hier rauskommen, den Ball entweder leicht nach oben werfen oder runterfallen lassen. Dropkick, linker Fuß. Gut, merke ich schon, das wird dann zu kurz. Der bremst mir ab. Also schiebe ich kurz an, mache Ziehen, Fußwechsel, spiele mal den rechten Fuß. Kapp mit rechts auf links, spiel mal mit dem linken Fuß. Ich überlege kurz, das ist es schon. Und dann durchschnaufen, zweite Geschichte. Wer das einigermaßen kann, sollte, das mache ich jetzt noch einmal vor, dann darf der Marc wieder dann mit Tempo in die Geschichte dann reingehen. Je schneller das gemacht wird, desto besser. Hopp, 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 hopp. Schnell zurück und hopp, hopp, hopp. Hier muss jetzt die Geschwindigkeit rein. In die Technik muss sie nicht unbedingt rein, wäre gut wenn, muss aber nicht sein. Das ist das zentrale Element, das wir trainieren wollen. Dropkick Annahme, ziehen, Fuß wechseln, spielen, Körpersperrung tief lassen, links spielen, runter, durchschnaufen. Man merkt an meinem Reden, da kommt die Pumpe hoch. Marc, du bist dran. Also. Hochhaus oder ja? Hochhaus ist nicht wichtig. Nee, eher flach. Ja, flach. Wollen Sie eher flach haben. Ja? Hopp, 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 hopp. Da war jetzt kein Ast rein, der Hopserlauf. Nee, mach ich mal hoch. Durch. Hopp. Jetzt sind wir drin im Pass. Viel, oder? Nee, wurscht. Umdrehen. Hopp. Dann Ziel Fußwechsel. So, rechts spielt den Ball mit links auf links kappen. Ah, kappen. Macht nichts. Rechts auf links kappen, dann wird dann auf den linken Fuß mit der Beine haben, anhalten, ich bin dran. Steil. Wer Schwierigkeiten hat, weil meistens ist man, das lustigerweise, ist man es gewöhnt, so einen Hopserlauf entweder im freien Raum zu machen oder in einer Leiter, einer Stange, mit wenn man ein Hütchen hinstellt, ist oft so, dass man so ein bisschen verwirrt ist. Der macht das so, was der Marc eigentlich vorhin zuerst auch machen wollte, nämlich im Stand anfangen. Also stellt sich erstmal hin, um in diesen Rhythmus reinzukommen. Und wenn er dann drin ist, dann geht er halt erstmal rein. Hopp, 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 zurück, hopp, und 1 und 2, 1 und 2, 1 und 2, 1 und 2. Dropkick, Innenseite, ziehen, Fußwechsel, Kappe rüber, spielen und die spielen in die offene Stellung ein. Das ist tatsächlich komisch mit dem Hütchen. Also es fühlt sich einfach ganz anders an, als wenn das Flaches da wäre. Ja, genau. Das machst du kurz im Stand zuerst, bevor. Hey, jetzt gehst du so rein. Und wann du lustig bist. Na? Und die links und drüber. Jetzt, warte, 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 passt. Hopp und zwei, hopp und zwei, hopp und zwei. Andere Seite, gerne jetzt wieder im Stand.
und rechts Schiebtüte. Zack. Hoppala. Füllt die Hütchen zusammen. Macht nichts. Nein. Ja, dann rechts und nochmal. Gut. Passt, passt. Wunderbar. Dropkick Innenseite, linker Fuß. Ah. Nochmal. Und ab, gut. Ziehen, Fußwechsel. Ab, anschieben, kappen. Links, Kugel. Thema erledigt. Ich glaube, wir müssen auf die Uhr schauen, ja auch. Ich mache jetzt noch einen vor, dann kommen wir schon zur Variante. Ja, genau. Also, ab. Seitlich ein bisschen zurück, das Side-Steps einbauen. Innenseite wieder zu kurz. Ziehen, Fußwechsel. Wichtig ist jetzt, wenn wir schon bei der Technik dabei sind, dass ich jetzt vom Körperschwerpunkt her tief bleibe, damit ich das mit dem. Jetzt bin ich eh tief. Anspielen, tief bleiben, kappen. Spiel den Ball. Ja? Anstrengend. Okay, 8 Stück davon in Summe. Geht in Ruhe zurück, nehmt euch da wirklich 10, 20 Sekunden Pause dazwischen, bevor ihr in die nächste Wiederholung reingeht. 8 Stück in Summe. Habt ihr diese 8 Stück, macht ihr wirklich eine Minute Pause, 1,50 Pause, 2 Minuten Pause. Nehmt euch das, schnauft durch, bevor ihr mit der zweiten Variante starten. Ihr könnt natürlich gerne in dieser Pause einen kurzen Schluck trinken. Nicht hinsetzen in dieser Pause, sondern immer so ein bisschen, wie ich jetzt auch, hin und her gehen. Ein bisschen durchschnaufen, ein bisschen Beine lockern. Und dann geht's los. Wir machen nun einen Fellhopserlauf. Oh Mann, jetzt wird's anspruchsvoll. Wir schauen uns einfach mal an. Also, wir machen einen Fellhopserlauf seitlich wieder rein und drehen uns dabei immer um. Also das heißt, wir gehen jetzt, mit welcher Seite man da beginnt, ist völlig wurscht. Also wenn ich jetzt hier mit links anfange, bleibe ich hier drin, drehe mich um und mache rechts 2, 3, 4, links 2, 3, 4, hopp und gehe da raus. Damit belasten wir es auch. Wer die Möglichkeit hat, da noch eine Hütchenreihe mehr anzubauen, wäre jetzt bei dem Fall gar nicht so verkehrt. Also hopp, 2, 3, 4, Drehung, hopp, 2, 3, 4, Drehung, hopp, 2, 3, 4, raus. Ich muss spicken. Wir machen Dropkick. Annahme in diese Richtung rein und machen, was wir vorhin auch schon hatten, eine Sohlenwende, lassen den Ball also jetzt rollen, machen, ziehen, Fußwechsel nach vorne, spielen mit dem linken Fuß auf links, kappen rüber, den Ball mit dem rechten Fuß rein. Am Ende war es nochmal, Dropkick-Annahme mit links, danach Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel, links spielt den Ball, so spielen sie auf links wieder rauskommen, weil ich bin mit links nach kappen. Und mit rechts zurückspringen. Okay. Wie das aus? Also. Einmal im Prinzip jetzt rein und dann irgendwann drehen. Probieren wir mal. Und links, 2, 3, drehen. Sehr gut. Und rechts, 2, 3, 4, drehen. Am Stand links, 2, 3, 4. Boah, eine Pirouette mit dem Ball. Die Variante merke ich mir. Dropkick, Annahme. Schieb an, ist wurscht. Sohlenwende. Abziehen, Fußwechsel raus, links spielt den Ball dagegen, links legt er sich auf den rechten Fuß über, rechts spielt den Ball dagegen. Bisschen zu kurz. So, wenn der Raum ist auch eng. Aber wir sind einfach alt. Rechts spielt den Ball. Vierte. So, schauen wir mal, ob wir es ohne Pirouette hinbekommen. Ja, das ist aber nicht so dramatisch, weil das ja den Trainingszweck nicht verändert. Wir wollen die Drehung mit einbauen, den Hopserlauf, Orientierungssinn so ein bisschen mit Schulen. Also, das macht ja gar nichts. Perfekt. Links, Dropkick nach unten. Passt schon. Ja, auch passiert gerade. Sohlenwende ziehen, Fußwechsel. Links spielt den Ball. Und wir kappen ihn nach rechts rüber. Rechts rüber. Was ist los? Magst du die Kräfte aus? Ja, Sauerstoffmangel. Sauerstoffmangel, das ist richtig. Aussetzen hier. Du machst jetzt die Nummer 4, gell? Genau. Ja, dann mache ich noch einen und dann gehen wir schon zur dritten Variante. Genau. Also, wir fangen dann wieder an. 1, 2, 3, 4, Drehung rechts, 2. 4, Drehung links, 2, 3, 4, raus, hopp,
Das war der fünfte. Genau. Auch hiervon wieder 8 Stück machen. Also jetzt noch 3 wären dran gewesen. Die lassen wir jetzt bleiben. Macht eine Pause, wie gesagt, immer dazwischen. Habt ihr die 8 Wiederholungen, denkt daran, 1 bis 2 Minuten Pause einzubauen, einen kleinen Schluck trinken und dann geht's weiter. Letzte Variante in diesem Aufbau sind, wir machen jetzt einen Hopsalauf nach vorne. Darf ich vielleicht eine Frage anschieben vorher? Bitte. Was ist denn nochmal der Unterschied zwischen dem Hopsalauf und dem Prellhopsalauf? Der klassische Hopsalauf geht ja über die Ferse, das ist die Geschichte hier. Der ist halt super für die etwas kleineren Kinder und jüngeren Kinder, um überhaupt mal diesen Rhythmus zu lernen. Das heißt, im Koordinationstraining sind wir in der klassischen Rhythmusschulung drin, und um diesen Bewegungsablauf überhaupt mal kennenzulernen. Der fällt ja deswegen vielen so schwer, weil wir hier auch noch die Muskeln miteinander harmonieren müssen, weil du manche Muskeln bei der Bewegung anspannen musst, während zeitgleich andere locker sein sollen. Und deswegen haben da manche Schwierigkeiten. Wenn sie jetzt hier locker sein sollen, zum Beispiel auf einer gewissen Stelle, muss man nicht zu sehr ins Detail gehen, dann verkrampfen die gerne und dann machen die gerne eben den hier eher, um diesen Doppelkontaktrhythmus nicht hinzubekommen. Der geprellte ist dann quasi die Fortführung des Ganzen und ist eben noch neben diesem Rhythmus, der gefordert wird. Es wird jetzt ein wesentlich schnellerer Rhythmus gefordert und ich lerne noch, es wird ein bisschen die Schnellkraft mitgeschult, weil ich auf dem Vorderfuß drauf bin praktisch. Ja. Und was noch mitgeschult wird, was schon fast wichtiger ist, ist dieses, so heißt der auch Prellhopsalauf, dieser Prellkontakt. Wenn wir so jetzt am Fußballplatz, auf dem Rasen sind, hört man das nicht. In einem Hallenboden würde ich sagen, wenn man trainiert und ich trainiere mit Kindern, das muss richtig krachen, dass dieser Fuß aktiv runtergedrückt wird und es richtig kracht, damit man diesen aktiven Fußaufsatz lernt, den die Sprinter ja haben. Wenn sie jetzt nach vorne gehen, dann fällt der Fuß ja nicht passiv runter, sondern geht eben runter und zieht sich nach vorne. Das ist so der Unterschied. Deswegen für Fußballer ist das, für die Schnellkraftsportler, Fußballer ist das natürlich besser. Mhm. Wir machen 3 Hopserläufe jetzt als 3. Variante nach vorne. Machen also 3 pro Zwischenrahmen. Also 1, 2, 3, links, 2, 3, rechts, 2, 3, links, 2, 3. Und setzen wir hier noch außen auf. Machen wieder Dropkick, linke Seite. Marc, geh mal von meinen Notizen weg. Ups. Was haben wir denn hier? Oh, eine Viererkombination. Also Dropkick, Schussfinte, Sohlenwende, Ziel, Fußwechsel, Doppelspielen. Dropkick, Schussfinte, spring ein, Schiebekontakt, hopp, Sohlenwende, Ziel, Fußwechsel, rechts spielt den Ball, kapp den Ball rüber, links spielt den Ball. Gleich? Hier, übliche Aufstellung. Also, welcher Fuß beginnt, ist wurscht. Gerne erst wieder stehen. Also 3 Kontakte im Wechsel, dann Dropkick-Annahme, raus. Fußfinte, Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel, 2 Pässe. Erster Pass mit? Der erste mit rechts. Ja, rechts, genau. Und danach Kappen links. Okay. Mhm. Dann versuchen wir nochmal einzubauen. So. Und einmal mal aus. Rechts, 2, 3, links, 2, 3. Und rechts, 2, 3, links, 2, 3. Gut. Dropkick Innenseite. Schuss für den linken Fuß. Ja. Kurz schieben, Sohlenwende rüber, Ball rollen lassen, ziehen, Fußwechsel wieder rüber. Anspielen, rechter Fuß, rechts, Cut auf links. Und links spielen. Sehr gut. Für Hilfe, wer Schwierigkeiten hier hat mit dem Rhythmus, der kann auch laut mit sich mitreden oder hat vielleicht jemanden, der ihn ein bisschen unterstützt, um diese akustische Rhythmushilfe zu geben. Ja? Rechts, 2, 3, links, 2, 3, rechts, 2, 3, links, 2, 3. Ab, Dropkick, ab, einspringen, schieben, ab, so, denn, oh, jetzt habe ich mal nicht rollen lassen, ziehen, Fußwechsel, rechts spielen, Lenke nach links. So. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, und 1, 2, 3, rechts, 2, 3, links, 2, 3. Sehr gut. Ende war es besser. Gut. Wäre das auch völlig okay.
Fußfütze an meine Wand zu hängen. Nee, weg. Angst. Sohlenwände. Sohlenwände. Fußwechsel. Fußwechsel. Rechts spielen. Rechts kappen. Links spielen. Erledigt. Einen machen wir noch, bevor wir dann zum Schluss so drei, links, so drei, so drei, so drei, hopp, einspringen, schieben, so dann werden wir rollen lassen, hopp, hopp, linker Fuß, kappen, linker Fuß, auch hier wiederum acht Stück, machen wir jetzt auch nicht weiter. Kurze Pausen wieder dazwischen drin einbauen und genau, die große Pause nach der letzten. Dann haben wir die drei Varianten und machen jetzt wieder eine Trinkpause, bevor wir zum kurzen Finale kommen. So, letzte Geschichte ist, was ich vorher schon angedeutet habe. Wir wollen so eine Abschlussübung machen, wo wir nochmal das Tempo ein bisschen anziehen. Das heißt, wir machen jetzt eine von der Schrittfolge her relativ einfache Geschichte. Jetzt keine komplexe Bewegung. Vielleicht die dritte ist ein bisschen schwerer, aber ansonsten ist das eigentlich aus der Erfahrung heraus etwas, was jeder machen kann. Machen davon 9 Wiederholungen. Wir haben 3 Bewegungsformen, dass jede 3-mal gemacht wird. Wir versuchen das in einem maximal hohen Tempo zu machen oder zumindest in einem sehr, sehr schnellen Tempo zu machen. Wenn wir am Ende raus sind, machen wir eine Dropkick-Annahme mit der Sohle jetzt frontal in diesen Raum hinein, machen Sohlenwände, ziehen Fußwechsel, passen und spielen einen Direktpass zurück, fertig, aus. Die erste Geschichte ist ganz simpel. Wir machen nur einen Kontakt pro Zwischenraum. Laufen auf die Zehenspitze, die freie Hand schwingt mit. Und weil das hier jetzt nur 1, 2, 3, 4 Lücken sind, machen wir das Ganze 2-mal. Also gehen nach vorne, dann zurück, nochmal, was dann als eine Wiederholung gibt. Also einfach mal 1, 1, 1, 1, hopp, 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 rückwärts laufen und nochmal 1, 1, 1, 1. Drehen uns nach vorne, machen eine Sohle. Annahme Dropkick, Sohlenwände, ziehe Fußwechsel, anspielen, erledigt. Davon insgesamt 3 Wiederholungen. Du darfst auch einmal. Also 1, 1, 1, wir kurz zurück, 1, 1, 1, dann Dropkick, Annahme Sohle, raus, Sohlenwände, Fußwechsel und 2 Direktpässe. Direktpässe, okay. Und los geht's. Hopp, 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 und schnell rückwärts zurück. Und nochmal. Hopp, 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 hopp. Gut, Dropkick, Sohle in diese Richtung rein. Sohlenwende, linker Fuß. Hopp, Fußwechsel. Hopp, und 1 und 2 und stopp. Genau. Da fällt mir gerade ein, das kann ich kurz zeigen. Das haben wir jetzt hier nicht. Fällt alles runter. Wir können natürlich auch sagen, wir machen hier zum Beispiel ein kleines Tor hin. Geht natürlich auch, Hütchentor, versuchen beide Bälle da reinzuspielen. Wer so ein kleines Eishockey-Tor zu Hause hat oder so Pop-Up-Tore, kann das natürlich auch aufbauen oder mit Rucksäcken, mit Stecken, was euch einfällt im Garten, da kann man ja alles machen, kann man sich natürlich für das auch Zieltore bauen. So, dann wäre jetzt ein dritter Durchlauf dran, den machen wir jetzt nicht. Also mit einem Kontakt, was wir da hatten. Nächstes Ding ist einfach nur 2 Kontakte pro Zwischenraum. Auch das machen wir insgesamt 2-mal und die technische Variante bleibt jetzt immer gleich.
Wichtig ist, wollte ich noch sagen, beim zweiten Takte geht ja immer derselbe Fuß nach vorne. Beim zweiten Mal, wenn er hierher kommt, mit dem anderen Fuß beginnen. Also ich fange mit dem rechten Fuß an, mache hopp, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, gehe jetzt rückwärts zurück und fange jetzt mit dem linken Zwingen an. Hopp, 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 hopp. Dann Dropkick Sohle, hopp, Sohlenwende, hopp, ziehe Fuß rechts, 1, hopp, 2, hopp, durchschnaufen, kurze Pause, nach. Und auf geht's. 1, 2, oh. Zu schnell, nochmal. Natürlich. Hopp. Rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rückwärts, rückwärts, rückwärts. Linker Fuß beginnt zwingen, links, rechts. Gut. Drop, Sohle in meine Richtung. Sohlenwende, linker Fuß. Fußwechsel. Spiel 1, Spiel 2. Beim zweiten hätte es jetzt Abstoß gegeben, Marc. Richtig. Der war weiter. So. Auch das Ganze nochmal drei, ein drittes Mal durchführen. Einmal also die Einkontakte dreimal, die zwei Kontakte dreimal. Nach jeder Wiederholung gute 30 Sekunden sich hinstellen, durchschnaufen, durchschnaufen, damit gewährleistet ist, dass wir in dieser Geschichte hier so schnell wie möglich laufen können. Wenn wir praktisch hier die Wiederholung machen, kommen wir zurück, starten wieder rein, dann bin ich ja eher in so einem intensiven Dauerlauf drin. Ich werde müde und die Geschwindigkeit hier lässt nach und das soll hier aber mit hohem Tempo durchgeführt werden. Letzte Geschichte, und das machen wir jetzt nur eine Bahn, sind die drei Kontakte. Fangen wir an mit rechts 2, 3, links 2, 3, rechts 2, 3, links 2, 3, rechts 2, 3, raus. Drop, geht Schule, hopp, das bleibt wieder gleich. Links 1, links 2, Ecke, Posten, Ausfahrt. Du bist da. Bist du hin, ja? Er hat das Torkurser gemacht. Natürlich. Alle Mittel sind erlaubt. So. Also drei Kontakte. Rechts 2, 3, links 2, 3, rechts 2, 3, links 2, 3. Rauskommen. Oh, Marc macht Fleiß. Ja, sehr gut. Hopp, 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 hopp. Dann Dropkick mit der Sohle nach vorne. Sohle Wende. Ziehen, Fußwechsel. Erster Ball. Hopp, zweiter Ball. So, und weiß ich, letzte ist, mache ich den letzten nochmal. Und danach sind wir nämlich fertig. Rechts 2, 3, links 2, 3, rechts 2, 3, links 2, 3. Ich mache keine Bonusrunde. Hab Sohlenwende, hab ziehen, Fußwechsel. Erster Ball, zweiter Ball, Kopfball. Annehmen. Gehalten, Manuel Neuer, Deklamierarm. Das war's. Damit ist unser Fördertraining Teil 1 rum. Lasst euch, wie gesagt, dazwischen den Zeit. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das hier eben so ein bisschen mit Speed das Ganze ist. Okay, und ansonsten hoffe ich, ihr hattet eine gute Zeit. Danke, Marc. Danke, Michi. Und wir sehen uns bald demnächst zu einem weiteren Fördertraining hier bei uns. Macht's gut, bis dahin, alles Gute und immer stark bleiben in diesen Zeiten. Bleibt gesund.